Okay, schönen guten Abend. Ich habe gerade gesehen, ich habe den falschen Einspieler gehabt, mit dem falschen Namen. Schönen guten Abend zum grünen Podcast für Polit-Nerds. Heute geht es um das Thema Auskiesungen am Niederrhein. Mit dabei sind Oliver Krischer, Bundestagsabgeordneter, der aber jetzt im Moment noch nicht dabei ist, sondern etwas später dazukommt. Und die liebe Linda Wiedemann, eine grüne, aktive, ja, Politikerin aus Kamm-Lintfort, dort Ratsfrau und Mitglied in verschiedenen Ausschüssen sowie Sprecherin des Grünen Ortsverbandes in Kamm-Lintfort. Und liebe Linda, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön, Ja, wie dass das so ich da sein ist, darf. ist mir gerade ja, das Titelbild durcheinander gekommen. War noch aus dem letzten Podcast. Aber wir haben das einigermaßen gerettet. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Also, ich harre so der Dinge, die heute Abend kommen werden und bin ganz gespannt, wir uns so unterhalten werden. Und es ist ja ein sehr interessantes, vielschichtiges Thema. Und ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Vielleicht zur Erklärung, Oliver Krischer, der kommt in etwa einer halben Stunde. Als Bundestagsabgeordneter hat man natürlich sehr viele Termine und wir haben gerade telefoniert und er hat ja angeboten, es etwas zu schieben und wir haben gemeinsam beschlossen, es nicht zu schieben, sondern einfach schon zu starten und er kommt etwas später nach, etwa in einer halben Stunde und ich glaube, wir werden die Zeit gut schon füllen können. Und der Podcast, den wir gerade starten, der läuft live auf Facebook und YouTube und es ist auch so, dass es die Möglichkeit gibt, Kommentare zu schreiben und mitzudiskutieren. Das sage ich, weil ich gerade schon gesehen habe, dass die Monika schon einen Kommentar gepostet hat. Hallo Monika, wir sind auch sehr gespannt. Ja, das Thema wird bei uns in der Region im Moment sehr heiß diskutiert. Es hat sich ja auch in Neukirchen-Vluyn jetzt eine Bürgerinitiative gegründet. In Kamm-Lintfort gibt es ja schon lange eine Bürgerinitiative. Wir sind natürlich auch als Ortsgrüne und als Kreisverband Wesel ja auch schon lange an dem Prozess beteiligt. Das heißt, auch wenn wir in Neukirchen-Vluyn keine Auskiesungsbereiche hatten, waren wir schon in diesem Prozess seit vielen, vielen Jahren integriert. Aber ihr habt ja, noch viel mehr Erfahrung damit und deswegen freue ich mich, dass das ich dich vielleicht mit ein paar Fragen auch löchern kann, Ja, wie sehr ihr mit gerne. dem Thema umgegangen seid und wie wir zukünftig mit dem Thema umgehen können. Ja, du hast ja gerade schon erwähnt, dass das in Kamp-Lintfort schon länger Thema ist. Ich bin tatsächlich über das ganze Thema zur Politik gekommen, das mal so nebenbei. Und ich engagiere mich halt seit 2007 in einer entsprechenden Bürgerinitiative. Und ich hätte nie gedacht, dass das so ein tiefes Thema ist und mit dem man sich über ja Jahrzehnte sogar schon beschäftigen kann. Und ja, es ist einfach unglaublich komplex auch. Ja, und leider noch nicht zu Ende. Also das Thema wird uns wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich begleiten. Ein Hallo an die Karin Fetzer, die gerade im Urlaub in Bayern ist. Ja, ich würde vorschlagen, wir haben besprochen, wir würden ganz so am Anfang einfach mal damit anfangen, was ist denn im Moment geplant? Warum denn die ganze Aufregung, die uns im Moment, ja, die wir so haben. Die Aufregung ist deswegen da, dass im neuen Landesentwicklungsplan, beziehungsweise so neu ist er ja gar nicht, aus dem Jahr 2018, dort Bedarfe festgestellt worden sind und Regularien festgelegt worden sind, welche Rohstoffe in den nächsten 25 Jahren vorgehalten werden müssen und uns betreffen am Niederrhein speziell Sande und Kiese. Und da hat man bestimmte Fördermengen vorgegeben, ja, die in den nächsten 25 Jahren einfach planungsrechtlich sichergestellt sein müssen. Und der RVR, das ist, ja, wir waren ja früher untergeordnet beim Regierungsbezirk Düsseldorf, jetzt sind wir beim RVR. Die regeln im Grunde, die haben vorgegeben bekommen, wie viel Rohstoffe vorgehalten werden müssen und die legen jetzt fest, wo die Auskiesungen stattfinden müssen. Habe ich das richtig wiedergegeben? Genau, also der Landesentwicklungsplan über die Landesregierung, der legt sozusagen den rechtlichen Rahmen fest. Der hat jetzt den, sag ich mal, Vorsorgezeitraum verändert. Vorher musste für 20 Jahre die Rohstoffe vorgehalten werden.
Das heißt, die Unternehmen haben 20 Jahre Planungssicherheit bekommen, jetzt bekommen sie 25 Jahre Planungssicherheit. Und der Regionalverband Ruhrgebiet ist sozusagen die Planungsbehörde, die da drunter geschaltet ist und diese Flächen sozusagen zur Verfügung stellen muss. Das heißt, das ist der sogenannte Regionalplan und in dem sind wir jetzt hier am linken Niederrhein, speziell im Kreis Wesel, eben enorm betroffen. Ja, so genau. Wie ich das aus dem Plan gelesen habe, sollen bei uns, also im VER, aber das betrifft ja speziell uns, den Kreis Wesel, 1200 Hektar neu als Planungsfläche festgelegt werden. In Neukirchen-Flüen sind das etwa 200 Hektar neue Flächen. In Kamp-Lintfort sind das 240, glaube ich, oder? Ja, also um den Dreh rum, es sind in Kamp-Lintfort sogar 230 Hektar sind es genau. Und das ist ja jetzt schon der zweite Entwurf des Regionalplans. Es gab ja schon mal eine Offenlegung. Und im Vergleich zur ersten Offenlegung sind das 45% mehr Flächen in Kamp-Lintfort. Mhm. Das heißt, es sind zwei Flächen rausgefallen, die ungeeignet waren. Und dafür sind ganz viele Flächen neu reingekommen. Und eben auch bei euch in Neukirchen-Flüen sind dann plötzlich Flächen aufgetaucht, die vorher gar nicht zur Debatte standen, weil man eben den Vorsorgezeitraum für 5 Jahre länger erfüllen muss. Ja, tatsächlich standen bislang bei uns gar keine Flächen irgendwo im Raum. Also wir haben es natürlich immer befürchtet, aber es war nirgends irgendwie festgeschrieben. Und wir können uns ganz kurz mal anschauen, was denn zur Disposition steht. Also, dass gar nichts festgeschrieben war oder festgelegt war, war auch falsch. Also wir haben schon Flächen, das sind die Flächen, die dunkelrot dargestellt sind in den Plänchen. Das sind schon genehmigte Ausgießungen, die zum Teil schon in Betrieb sind, zum Teil noch nicht in Betrieb sind, aber genehmigt sind. Und die hellblauen Flächen, die umkringelt sind, das sind neu geplante Flächen. Und da sieht man in Neukirchen-Flüen unten unterhalb der A40, ich habe leider keinen Mauszeiger, da waren schon Flächen, die festgelegt waren, aber diese Fläche wird auch noch erweitert um etwa 20 Hektar und dann nördlich der A40, kurz vor der Grenze zu Kamp-Lintfort sind weitere 180 Hektar und man sieht es aber, unmittelbar hinter der Grenze zu Kamp-Lintfort sind ja an dem Zubringer zu der A42 ja die Flächen, die euch betreffen. Genau, und das ist sind ja auch einmal südlich der B528 die Erweiterung Niepauserfeld. Da gibt es ja schon zwei Abgrabungen, die man da rot eingezeichnet sieht. Dann ist das im Bereich Rossenrei eine Erweiterungsfläche nördlich der bereits bestehenden Abgrabungen. Und ganz irre sind zwei riesengroße Flächen hinzugekommen im Ortsteil Saalhof, angrenzend an den Rheinberger Stadtteil Alpsrei. Und auf der Karte kann man es jetzt nicht ganz so gut erkennen, aber da haben sich die Planer was ganz Verrücktes einfallen lassen. Und zwar zwischen diesen beiden Auskiesungsseen, sozusagen das, was jetzt dunkelblau ist, das ist die Landebahn des örtlichen Flughafens. Das heißt, da ist also auch eine Luftsportgemeinschaft betroffen, die dann demnächst laut dieser Planung vielleicht einen Wasserlandeplatz hat. Man weiß es nicht. Und das macht eben so deutlich, dass hier kaum noch Flächen sind, die wirklich konfliktarm sind. Ja, da können Sie sich natürlich mit den Fliegern aus Neukirchen-Flüen zusammentun. Wir haben ja auch eine aktive Fliegergemeinschaft an der Halde. Das sind Paraglider etc., die natürlich dann auch zukünftig in der Wasserfläche dann landen würden, beziehungsweise ihr Hobby einstellen können. Aber nicht nur unsere beiden Städte sind betroffen. Der Fairness halber oder Vollständigkeit halber sollte man sagen, Rheinberg ist extrem stark betroffen. Auch die Gemeinde Alpen ist betroffen, aber auch auf der rechten Rheinseite sind einige Kommunen betroffen, die zusätzlich Ausgießungsflächen bekommen. Und vielleicht wäre das interessant zu erfragen, wie wird denn so ein Bedarf überhaupt festgestellt? Also der Bedarf wurde irgendwie ermittelt und oft hört man ja, die Kiesindustrie, die legt ja die Fördermengen selber fest. Das ist ja eigentlich nicht ganz so. Ich begrüße ganz kurz den Stefan. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Das ist ja nicht ganz so, dass
ja, die Kiesindustrie das frei festlegen kann, sondern es gibt seit einigen Jahren so eine Art Abgrabungsmonitoring, was Genau, durch den das. Geologischen Dienst NRW durchgeführt wird. Magst du das Genau, erklären? das gibt es seit 2012, soweit ich weiß. Und das hat das alte Verfahren, wo die Kiesindustrie tatsächlich ihren Bedarf gemeldet hat, also ihre Wunschliste abgegeben hat, ersetzt. Das heißt, man hat geguckt, dass man ein Verfahren findet, mit dem man den Bedarf ein bisschen transparenter darstellen kann. Dieses Verfahren funktioniert folgendermaßen. Und zwar werden vom Geologischen Dienst Luftaufnahmen gemacht von den Abgrabungen. Und diese Luftaufnahmen werden über die Rohstoffdatenkarte gelegt. Das heißt, es gibt eine Karte auch vom Geologischen Dienst, wo festgehalten ist, wo wie viel Kies und Sand drunter liegt. Und diese Bilder werden da halt drüber gelegt. Daran wird die Abbaumenge errechnet. Das heißt, wenn jetzt in dieser Rohstoffkarte halt, steht, da liegen 20 Meter Kies und dieser Quadratmeter ist abgegraben worden, dann wird das eben so hochgerechnet, egal ob da die 20 Meter wirklich abgegraben wurden oder nur bis zum Grundwasserkörper. Das heißt, indirekt kann die Kiesindustrie schon beeinflussen, wie hoch der Bedarf ist, indem sie mit ihren Abgrabungen in die Breite geht und nicht in die Tiefe. Genau. Also Also ein Beeinflussungsfaktor ist da. Es ist immerhin schon ein besseres Verfahren, als das direkt melden zu lassen. Aber das ist eben auch die absolute Schwachstelle dieses Monitorings, dass eben immer noch das Verfahren ja beeinflussbar ist. und interessanterweise, der Landesentwicklungsplan, der ist ja auf den Grundlagendaten des Berichtes, das sehen wir hier, Landesbericht über Abgrabungen von 2011 bis 2015 festgelegt worden. Das war die Grundlage. Und wenn man in diesen Bericht reinschaut, kann man auch ja nicht nur die Minister und die zuständigen Personen sehen, sondern tatsächlich, jetzt muss ich mal ein Stück weitergehen, tatsächlich die Fördermengen, die seinerzeit ja vorausgesetzt worden sind. Also man hat ermittelt in diesem Monitoring im RVR, dass im Jahr 2012 83 Hektar pro Jahr Flächeninanspruchnahme erforderlich sind. Das hat man entsprechend ja auch fortgeschrieben. Und auf dieser Grundlage hat man ermittelt, was braucht man denn für die nächsten 25 Jahre. Interessant ist es, finde ich, ein bisschen, es gibt ja auch Jahr für Jahr Berichte, welche Fördermengen tatsächlich benötigt werden. Und jetzt habe ich zum Beispiel aus dem Jahr 2021 das aktuelle Monitoring aus dem Bereich RVR. Also wir haben da gerade gesehen 86 Hektar pro Jahr. Das war mit einer Grundlage dafür, wie die Fördermengen festgeschrieben worden sind. Und wir sehen hier zum Beispiel das Ergebnis 2017 waren nur 54 Hektar wurden tatsächlich in Anspruch genommen. Im Jahr 2020 nur 44 Hektar. Im Jahr 2021 43 Hektar. Das heißt, man sieht eigentlich, und da gibt es ja auch Fachliteratur zum Teil dazu, dass am Anfang, als dieser Prozess stattgefunden hat, so wie du gesagt hast, man in die Breite gegangen ist und es hat sich so dargestellt, oh, es wurden sehr große Flächen verbraucht, aber in Wirklichkeit in der Tiefe war der Kies einfach nur da. Aber oberflächlich sah man das Wasser und man hat damals angenommen, dass das ja, dass das ausgekiest ist. Und der tatsächliche Bedarf ist eigentlich geringer. Und wir sehen hier unten in dieser Tabelle die Reichweite, wie weit noch aktuell der Kies im RVR reicht. Also wenn man ganz unten guckt, Stichtag 1.1.2021, reicht der Kies, so wie wir jetzt im Moment die Flächen schon genehmigt haben, 18 Jahre. Das ist keine schlechte Zahl. Bezieht sich jetzt auf den Rohstoff Kies und Kiessand. Ich gehe mal ein Stück weiter auf den Rohstoff. Was ist das? Rohstoffgruppe Sand. Reichweite aktuell 28 Jahre sogar. Wenn man hier gibt es noch Ton und Schluff, da sind die Bedarfe nicht so explizit dargestellt. Dann gibt es noch eine Gruppe Präquartäre Sande und Kiese, aber das sind ja geringe
Abbaumengen. Hier ist im Grunde die Reichweite nicht so hoch, 15 Jahre, aber hier werden in Anführungsstrichen nur 11 Hektar pro Jahr benötigt. Es drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf, wenn man jetzt es abwarten würde. Und dieser Bericht des Landes kommt ja eigentlich alle 5 Jahre, dann wird das fortgeschrieben, wie tatsächlich der Bedarf ist. Es drängt sich mir zumindest der Verdacht auf, wenn man auf diesen Bericht warten würde, dass die Bedarfe geringer wären, dass man nicht auf diese 1200 Hektar käme. Man kann sogar noch ein Stück weiter zurückgehen. Es gibt von 2005 einen Rohstoffbericht der damaligen CDU-Wirtschaftsministerin Toben. Und in diesem Wirtschaftsbericht steht unter anderem drin, dass der Bedarf gar nicht mehr so hoch ist und aufgrund von Recycling und anderen Bauverfahren sogar sinken wird. Und was in diesem Bericht schon ganz interessant ist, ist, dass die Frau Toben da auch anmerkt, dass es eben am Niederrhein schon eine deutliche Überbelastung gibt. Und das war 2005, also der damaligen CDU-Landesregierung, schon bekannt. Und geändert hat sich eigentlich nichts. Im Gegenteil, man hat eben den Vorsorgezeitraum von 20 auf 25 Jahre erhöht. Interessanterweise, wenn man sich das Einspruchverfahren zum Landesentwicklungsplan mal anguckt, das waren Synopsen über, ich glaube, 2.500 Seiten allein von Städten und verschiedenen Behörden zu allen möglichen Themen. Wenn man da mal sucht, und man muss suchen, weil das Ganze alphabetisch nach Eingabeüberbringer sozusagen sortiert ist, aber nicht nach Themen. Wenn man sich das mal anguckt, dann gibt es eigentlich außer von der Rohstoffindustrie selber niemanden, der sagt, diese 25 Jahre sind in Ordnung. Im Gegenteil, zum Beispiel auch die Stellungnahme, die der Regionalverband Ruhrgebiet zur Offenlegung des LEP gemacht hat, sagt, wir sind mit den 20 Jahren vollkommen zufrieden, die 25 Jahre werden nicht benötigt. Wenn man sich jetzt im Hinterkopf dann noch festhält, dass es nicht heißt, wir machen das für 25 Jahre und dann ist Ruhe, sondern dass immer für eine gewisse Anzahl an Jahren auch, sag ich mal, dieser Topf an Flächen voll sein muss, dann hat man vielleicht 10 Jahre Ruhe, bevor dieser Topf wieder gefüllt werden muss. Und das kann man zum Beispiel in Kamp-Lintfort ganz gut am Beispiel des Wickrather Feldes sehen. Wir waren jetzt das dritte Mal drin mit der Fläche. Und alle 10 Jahre klopft dieses Schreckgespenst bei dieser Bürgerinitiative an die Tür. Und diese Verhältnismäßigkeit, einerseits, dass viele Gemeinden sagen, nee, wir brauchen diesen Vorsorgezeitraum nicht, und auch ganz viele andere Institutionen das sagen, das Bundesumweltamt hat das auch gesagt, dass der Bedarf wird sinken. Und da gibt es auch eine entsprechende Publikation zu. Es ist einfach unvorstellbar, dass man es erhöht hat. Und das ist nicht die einzige Sache. Man hat auch am Landeswassergesetz rumgeschraubt und hat gesagt, Abgrabungen in Trinkwasserschutzzonen 3 sind wieder erlaubt nach bestimmten Genehmigungsverfahren. Dann fragt man sich schon so ein bisschen, warum wird das gemacht, ne? Ja, nee, vollkommen richtig. Und man sieht daran, das sind ja mehrere hundert Seiten an Einsprüchen. Und wie du auch gerade gesagt hast, ich habe gerade versucht, den Beteiligten die Bezirksregierung Düsseldorf zu finden, weil auch sich zum Beispiel die Bezirksregierung Düsseldorf sehr kritisch zu dem Landesentwicklungsplan geäußert hat. Ich habe es leider jetzt nicht so auf die Schnelle gefunden, aber sinngemäß steht da durchaus, dass, so wie du das dargestellt hast, dass die 25 Jahre zu viel sind, dass man darauf achten soll, dass die 20 Jahre als Horizontzeitraum ausreichen und man eben auf die be anderen Belange eben schauen muss, also Landwirtschaft, Kultur etc. Und es sind, ja, hast du ja im Grunde schon alles gesagt, sind sehr wenige Einsprüche, die pro Verlängerung sind. Das sind Wirtschaftsverbände, also die gibt es natürlich auch, aber das ist so eine Sache, wenn man gegen den Regionalplan auch argumentiert. Man kann genau die gleichen Argumente wieder hervorholen. Man muss aber sagen, sie wurden damals trotzdem abgewogen, sie wurden gelesen, man hat sie abgewogen und die Landesregierung
hat trotzdem anders entschieden, hat die Belange oder die Argumente, ja, im Grunde gesagt, okay, die sind da, aber uns ist die Versorgungssicherheit für die 25 Jahre wichtiger und deswegen wollen wir trotzdem den Bedarf festlegen. Genau. Und man hat ja gleichzeitig nicht nur den, ja, den Bereitstellungszeitraum von 20 auf 25 Jahre erhöht, sondern man hat auch an den sogenannten Konzentrationsflächen rumgesägt. Die Konzentrationsflächen, die es vorher gab, hieß, es gibt keine Neuaufschlüsse, sondern es gibt höchstens Erweiterungen. Also man guckt, wo ist schon Kiesabbau und man erweitert nur noch in diesen Gebieten. Und jetzt sind ja zum Beispiel in Neukirchen-Flühen durchaus riesengroße Flächen dabei, die Neuaufschlüsse sind. Das Wickrather Feld, das ja jetzt rausgefallen ist aus dem Plan, das wäre auch ein Neuaufschluss gewesen. Und von dieser Planung hat man sich sozusagen auch verabschiedet und hat da den Planungsbehörden, also dem RVR oder der Bezirksregierung Düsseldorf, freie Hand gegeben. Und momentan ist das Ganze ja nur ein Thema, sag ich mal, im Kreis Wesel, weil wir zum RVR dazugehören. Aber spätestens im nächsten oder übernächsten Jahr wird dieser Landesentwicklungsplan auch in den Kreisen Kleve und Viersen dafür sorgen, dass die Bezirksregierung Düsseldorf dann als Planungsbehörde auch wieder gucken muss, wie füllen wir diesen Flächenplan wieder auf. Das ist also ein Thema, was den kompletten linken Niederrhein oder auch den rechten Niederrhein natürlich oben in der Reser-Ecke zum Beispiel bis hoch nach Isselburg ja bewegt. Und dementsprechend gibt es ja eigentlich am ganzen Rhein entlang auch schon Bürgerinitiativen, die sagen, es reicht langsam. Ne? Ja. Ein Kommentar von Heike Hartmann. Hallo Heike. Sie schreibt, direkt neben der ausgewiesenen Fläche ist das Naturschutzgebiet Rheiner Berg. Gibt es da vom NABU eine Einschätzung, wie sich das auswirken kann? Und vielleicht dazu mal die Karte, was hier gemeint ist. Also das sind die Auskiesungen in Neukirchen-Flühen. Hier auch unten in Lila zum Vergleich der Ortskern von Flühen, den man vielleicht so als Einwohner kennt, um das einzuschätzen, wie groß diese Auskiesungsbereiche sind. Und auch gelb dargestellt die Halde Norddeutschland und die Giftmülldeponie Eilerberg. Und darunter ist natürlich das, was Heike Hartmann gerade gesagt hat, ja, das Naturschutzgebiet. Und meiner Kenntnis nach gibt es vom NABU natürlich schon Stellungnahmen dazu, aber explizite Expertisen, wie sich denn diese Bereiche, diese Auskiesungen auf irgendwas auswirken, die gibt es, meine ich, noch nicht. Weißt du dazu was? Also man muss dazu sogar berücksichtigen, und das ist wirklich etwas, was mich damals auch sehr erschrocken hat in meiner Bürgerinitiativenarbeit, dass es weiche und harte Kriterien für den Kiesabbau gibt. Es gibt ein einziges hartes Kriterium, was sagt, hier kann nicht Kies abgebaut werden, und das ist, hier liegt kein Kies. Alles andere sind weiche Kriterien. Das heißt, wenn man sich diesen Entscheidungskatalog anguckt, den die Planungsbehörden benutzen, dann sind sogar Siedlungsflächen und Wälder weiche Entscheidungskriterien. Natürlich geht man an die vielleicht nicht so schnell dran, wie vielleicht an ein Stück Ackerland oder an eine Wiese. Aber selbst Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete sind unter teilweise weichen Faktoren gesammelt. Und das ist, denke ich mal, auch eine Sache, die nicht geht. Genauso wie die großen Auskiesungen hier im Vogelschutzgebiet unterer Niederrhein, wo ja seit Jahren von Seiten des NABUs und des BUND auch protestiert wird. Ja, ja. Und vielleicht, das wurde gerade noch nicht angesprochen, aber man sieht ja zum Beispiel auch einige Stellen, wo man sich denkt, gerade wenn man an die Thematik, was in Erfstadt passiert ist, wo man schon ein bisschen Bauchschmerzen bekommt. Also wir sehen hier die Halde Norddeutschland, die ein Bauwerk ist, ein Erdbauwerk, das, ich weiß nicht genau, wie hoch das ist, ich würde schätzen 50, 60 Meter hoch, und da habe ich auch eine Karte vorbereitet, aber die zeige ich jetzt nicht. Wir sind hier tatsächlich in einer Hochwasserüberschwemmungszone. Das heißt, bei einem HQ-100, bei einem 100-jährigen Hochwasserereignis haben wir durchaus hier im Bereich von Rhein Überschwemmungsgebiete, und auch dieser gesamte Bereich
wo die Auskiesungen geplant sind. Das sind bei solchen Extremregenereignissen, die in Erftstadt passiert sind, die werden bei uns auch passiert. Das heißt, der gesamte Bereich um die Halde wäre überflutet gewesen. Und das hätte uns durchaus genauso passieren können, dass uns die Halde wegrutscht, abrutscht. Und da ist der südliche Bereich von Kamp-Lintfort, aber auch Rhein durchaus in dem Bereich, wo ja Gebäude gegebenenfalls auch gefährdet gewesen wären und natürlich damit auch Menschen. Also ich denke schon, dass wir gerade auch das Thema Klimawandel und Überschwemmungsgefahren und so weiter auch deutlich mehr in die Planung, ja, solcher Abgrabungen mit einbeziehen müssen. Und wenn man die schrecklichen Bilder aus Erftstadt-Blessem kennt, dann, ja, also da hat man fassungslos zugeguckt und hat sich auch gefragt, wie konnte sowas so nah an der Erft genehmigt werden? Und in Erftstadt ist das ja noch ein Sonderfall. Das Ganze ist von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigt worden. Alles, was über Arnsberg läuft, sind Abgrabungen, die nach Bundesbergrecht genehmigt werden. Das heißt, da liegen besondere Sande, die für bestimmte Baustoffe eben benötigt werden. Und dann greift eben das Bundesbergrecht. Was natürlich auch eine Sache ist, die immer wieder als Gesetz mal eine Überarbeitung brauchen würde. Ja. Ich gehe mal kurz mal weiter in den Kommentaren. Die Karin Fetzer schreibt: Was ist mit dem exportierten Kies? Wird bei der Berechnung der Kiesmengen mit einbezogen? Nein, das ist eben nicht der Fall und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel der Kreis Wesel, die Stadt Kamp-Lintfort, ich glaube die Stadt Rheinberg und Alpen auch gegen den Landesentwicklungsplan klagen. Und das heißt, man beklagt bei dem LEP eben den Punkt, dass nicht ja ausgewiesen ist, für welchen Bedarf da der Kies ermittelt wird. Das heißt, ist das der Bedarf für den jeweiligen Kreis, ist das der Bedarf fürs Land Nordrhein-Westfalen, ist das der Bedarf für die Bundesrepublik oder ist das der generelle Bedarf auch fürs Exportgeschäft? Und über die Exportzahlen wird immer viel geredet und gestritten. Fakt ist, es wird eine ganze Menge exportiert. An genaue Zahlen ranzukommen, ist schwierig. Und es gibt so ein paar Ansätze, das zu machen. Aber man kann davon ausgehen, dass doch ein ganz großer Teil eben auch exportiert wird. Und da muss man sich dann natürlich fragen, ist das Aufgabe einer Landesregierung für eine Industrie auch den Exportbedarf ja, zu regeln oder festzulegen? Für die heimische Baustoffindustrie, finde ich, ist das nochmal was ganz anderes, weil es da natürlich auch um staatliche Interessen geht, wie Brückenbau, Autobahnbau, sozialen Wohnungsbau und ähnliches. Aber da ein Exportgeschäft mitzufüttern, das müsste wirklich dringend überprüft werden. Und die Klage liegt ja auch beim Oberverwaltungsgericht in Münster vor und wartet immer noch auf einen Verhandlungstermin. Ja, Dankeschön. Ich würde in dem Zusammenhang gerne ein kurzes Video einspielen, und zwar ja, vom WDR. Der WDR hat sich mit Erftstadt und natürlich mit der Katastrophe stark beschäftigt. Und da möchte ich kurz etwas einspielen. Da beschäftigen sich, jetzt muss ich mal gucken, das hört man jetzt gerade nicht. Aber nee, das hört man nicht. Wie das jetzt in Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn ist, das konnte ich tatsächlich zumindest für Neukirchen-Vluyn gar nicht ermitteln. Ich habe mir zwar die ganzen Bohrprofile angeschaut, die jetzt vom Geologischen Landesamt gegeben sind, aber ja, es ist schwer zu erkennen, ist es wirklich Quarzsand, ist es, ja, was ist es denn konkret? Wie ist es in Kamp-Lintfort? Habt ihr da Kenntnis drüber, welche Sande dort tatsächlich ausgekiest werden sollen und welches Recht gilt? Also wir hatten das in Bezug auf das Wickrather Feld. Das war nicht nach Bundesbergrecht. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ist wohl ein Teil von Rossenrei damals darüber genehmigt worden. So ganz genau weiß ich das jetzt aber nicht. Grundsätzlich sind diese Abgrabungen nach Bundesbergrecht zum Beispiel im Halterner Bereich
deutlich häufiger, weil dort eben auch viele Sande abgebaut werden. Aber es gibt die ein oder andere Abgrabung am Niederrhein, die eben auch nach Bundesbergrecht genehmigt ist. Und entsprechend ist das eben eine Sache, die man über die Bohrdaten oder über das geologische Landesamt dann klären muss. Das ist immer so eine Sache, ja, das kann sich innerhalb von 500 Metern ändern, was da eben liegt. Das hängt damit zusammen, dass hier am Niederrhein es zwei Sorten sozusagen von Kies gibt. Wir haben einmal den Rheinkies, der eben vom Rhein mitgebracht wurde über tausende von Jahren. Und dann haben wir natürlich den sogenannten Endmoränenkies. Das ist der Kies und Sand, der eben von der letzten Eiszeit aus dem Norden mitgeschoben wurde. Das war zum Beispiel im Wickrather Feld der Fall. Da haben wir zum Beispiel ja viele Schichten Zwischenmittel, Ton, Schluff, was die Kiesindustrie eben nicht gebrauchen konnte und mal gesagt hat, die Fläche ist für uns vollkommen unlukrativ, weil eben alles da so durcheinander liegt. Umso geschockter waren wir eben, dass die nochmal drin war. Das ist teilweise total unterschiedlich hier am Niederrhein. Ja. Bevor ich auf die nächsten Fragen eingehe, wollte ich noch ganz kurz was einspielen, weil ich das interessant fand, weil der WDR auch die Stadt Neukirchen-Fühn erwähnt hat, auch im Zusammenhang mit hat quasi ein. Ja, also ja. Im Grunde, ja, vieles, was wir gerade auch besprochen haben, das ist ja bekannt, das ist ja auch in der Presse, im WDR etc. kommuniziert worden. Und man darf hoffen, dass das zukünftig auch beachtet wird. Und darauf gehen auch die nächsten Kommentare ein. Also einmal von Rollo Gollo. Guten Abend zusammen. Wie sieht es denn mit den Entwicklungen der Städte aus? Es müssen ja zukünftig Wohn- und Gewerbegebiete ausgewiesen werden. Wird das irgendwo beachtet? Also tatsächlich ist es so, bei Gewerbeflächen früher hatte die rot-grüne Landesregierung da eine Art Flächenpool eingerichtet, also festgelegt, wie viele neue Gewerbegebiete pro Jahr entwickeln werden dürfen. Und da hatten die Kreise so eine Art Flächenpool und durften zum Teil auch selber festlegen, wo diese Gewerbegebiete entstehen. Das hat man im Grunde aufgelöst. Also mittlerweile ist es wieder so, dass die Grenzen viel weiter sind. Also die Gemeinden, die dürfen viel mehr Gewerbeflächen entwickeln. Und zum Teil sind ja im neuen Regionalplan ja auch Gewerbeflächen ja auch ausgewiesen oder dargestellt, wo entsprechende Entwicklungen passieren sollen. Genau, und das führt teilweise sogar wieder zu interessanten Konflikten. Ich mache das Ganze mit dem Kiesabbau schon ein bisschen länger und 2007, 2008 ist es ja zur 51. Änderung des Gebietsentwicklungsplans 99 gekommen. Und in dem Zusammenhang waren in Kamp-Lintfort auch Flächen im Gespräch entlang der B510 in Richtung Rheinberg, also wenn man so am Raiffeisenmarkt vorbeifährt sozusagen. Und diese Flächen waren damals als Auskiesungsflächen vorgesehen und jetzt sind die zum Beispiel im Rahmen des Regionalplans als Gewerbeflächen drin. Das heißt, wir haben hier wirklich verschiedenste Nutzungskonflikte. Neben Gewerbe- und Wohnbauflächen, die Städte haben keinen Platz mehr, sich zu entwickeln. Das ist auch etwas, was der Bürgermeister in Kamp-Lintfort immer wieder sagt. Wir hätten gerne unser Industriegebiet in Rossenrei erweitert und da noch mittelständische oder kleinere Unternehmen angesiedelt, aber rundherum ist ja schon Insellage. Und der zweite Punkt ist, neben Wohn- und Gewerbeflächen ist das auch ein echtes Problem für die Landwirtschaft hier am Niederrhein, denn da gehen hauptsächlich gute Ackerböden auch verloren. Und das ist so eine Sache, die auch mittlerweile die Landwirtschaftskammer in diversen Vorträgen schon deutlich gemacht hat, dass uns hier sozusagen unsere Nahversorgungsgrundlage langsam den Bach runtergeht. Weil, was bleibt über? Die Seen und selbst die Flächen, die wieder verfüllt worden sind, die haben wir in Kamp-Lintfort und Moers im Bereich Kohlenhuck, die sind nicht unbedingt mehr für Landwirtschaft geeignet und zum Beispiel am Kohlenhucker Weg stehen diverse Straßen regelmäßig unter Wasser, weil das Wasser auf diesen Flächen, das Regenwasser, nicht mehr versickern kann. Hm. Das heißt, Landwirtschaft ist da auch nicht mehr möglich. Ja. Und die Kiesindustrie sagt immer, ja, die Landwirte bekommen eine Ausgleichsfläche.
Aber langsam werden die Ausgleichsflächen knapp. Und in dem Hintergrund muss man eben auch wissen, dass zum Beispiel die wenigsten Bauern noch Eigentümer der Flächen sind, die sie bewirtschaften. Also das meiste sind angepachtete Flächen. Und wer sich mal die Entwicklung der Ackerpreise hier angeguckt hat, das ist für einen familiären landwirtschaftlichen Betrieb nicht mehr zu machen, sich Flächen zu kaufen. Ja. Das ist ein Spekulationsgut geworden. Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Ja. Die nächste Frage von Heike Hartmann. Wie sieht das Genehmigungsverfahren nach der Offenlegung aus? Wie lang ist die Möglichkeit des Einspruchs? Wer kann einen Einspruch einreichen und welche Angaben muss ein Einspruch beinhalten? Kannst du dazu was sagen oder soll ich? Ich ergänze gerne erstmal. Okay. Also grundsätzlich sieht es ja so aus, es ist geplant, dass der Einleitungsbeschluss in der Sitzung am 24.09. im Ruhrparlament beschlossen wird. Also dann wird die Offenlegung beschlossen und sozusagen die zweite Bürgerbeteiligung eröffnet. Ab dem Zeitpunkt haben Bürgerinnen und Bürger 3 Monate Zeit, Einspruch einzulegen. Und das kann auch wirklich jeder machen. Jeder Einzelne kann einen Einspruch einlegen und sollte auch nach Möglichkeit. Frühere Verfahren haben gezeigt, dass es nicht hilfreich ist, wenn man einfach einen Einspruch von irgendwem kopiert und einreicht. Also es gab viele Bürgerinitiativen, die zum Beispiel angeboten haben, hier, wir haben eine Vorlage erstellt und die Leute haben sich aus dem Internet das runtergeladen und unterschrieben. Dann sind zum Teil Tausende von Einsprüchen eingegangen, aber die Planungsbehörde hat das nur als einen Einspruch gewertet, weil sie gesagt hat, da steht ja überall das Gleiche. Und das sollte man nicht machen. Das heißt, es sollte nach Möglichkeit jeder mit seinen eigenen Worten zumindest die Problematik darstellen, damit eben möglichst viele Einsprüche eingehen und einzeln gewertet werden. Und ja, welche Angaben muss ein Einspruch beinhalten? Kannst du vielleicht sagen, ich habe es gerade nicht so konkret auf dem Schirm, was dort stehen muss? Genau, also in den Einspruch richtet man ja an das Ruhrparlament beziehungsweise an den Regionalverband Ruhrgebiet in Essen. Und man sollte in dem Brief deutlich machen, um welche Fläche es geht. Also in den sogenannten Offenlegungen ist dann meistens eine Nummer für diesen BASB, so heißen die Dinger offiziell, hinterlegt. Ich denke mal, dass die Bürgerinitiative in Neukirchen-Flüen diese Nummern auch zur Verfügung stellen wird. Und dann sollte man reinschreiben, es geht um den BASB, zum Beispiel sind die meistens nach Straßennamen in der Nähe benannt. Und dann sollte man möglichst seinen ganz persönlichen Einspruch schreiben. Das heißt, warum bin ich betroffen? Das heißt, bin ich Anwohner? Habe ich vielleicht eine Trinkwasserversorgung, die über Hausbrunnen geht? Das ist zum Beispiel ein gutes Argument, was aus dem Wickrather Feld auch oft genannt wurde. Dann natürlich, habe ich da einen Betrieb? Habe ich vielleicht einen Reitbetrieb und die Leute sind auf die Flächen rundherum angewiesen? Bin ich Anwohner und fürchte den Lärm? Oder habe ich irgendein anderes Anliegen, warum ich dagegen bin? Und da kann man wirklich von den Argumenten her in die Breite gehen. Es gibt sicherlich eine ganz große Zahl von Sachen, die man da nennen kann, um seine persönliche Betroffenheit eben darzustellen. Und das kann man als Privatperson, das kann man übrigens auch als Verein tun. Also wir hatten auch einen Sportverein, der da Einspruch eingereicht hat, weil das eben das Gebiet war, wo die mit ihren Jugendmannschaften laufen gegangen sind. Wir hatten einen Reitverein, der Einspruch gelegt hat, weil das eben ihr Ausreitgebiet ist. Wir hatten verschiedene Landwirte, die Einsprüche erhoben haben, weil sie dort eben ihre Pachtflächen hatten. Ich denke mal im Neukirchen-Flühener Bereich auch die Luftsportgemeinschaft, genauso wie in Kamp-Lintfort. Also betroffen ist sozusagen jeder, der in diesem Gebiet schon allein seine Freizeit verbringt. Man muss da nicht wohnen. Wir hatten auch jemanden aus dem Münsterland, der gesagt hat, ach ja, ich gehe einmal im Jahr zum Örmterberg wandern. Das ist so unsere typische Bursel- und Kohltour und das kann ich ja dann nicht mehr. Und auch derjenige hat einen Einspruch gemacht. Und wichtig ist, denke ich mal, dass das möglichst viele Menschen tun, weil das auch immer ein Signal ist zu zeigen, schaut mal genauer hin, was ihr da macht. Es sind wirklich sehr viele Bürgerinnen und Bürger betroffen.
Dankeschön. Der nächste Kommentar ist von unserer UV-Sprecherin Karin Bären-Bongert. Sie schreibt, wie wirkt sich die Auskiesung auf ehemalige Bergbauflächen aus? Ist hier mit verstärkten Bodenabsenkungen zu rechnen? Also ich habe letzte Woche an der Infoveranstaltung der BI Mitgestalten NV teilgenommen und da war das ja auch ein großes Thema. Was passiert denn mit der Halde Norddeutschlands? Kann eventuell hier irgendwie einen Bruch im Dammkörper geben oder in dem Erdkörper geben? Wir wissen ja, dass das die Schächte auch unterhalb der geplanten Ausgießungsflächen verlaufen. Das heißt, da könnte es durchaus Bodenabsenkungen geben. Das ganze Ruhrgebiet ist ja in der gesamten Zeit ja über 10 Meter abgesenkt worden oder hat sich abgesenkt. Das heißt, klar, da kann auch was noch passieren. Und wenn man sich die Halde in Norddeutschland anschaut, das ist natürlich nicht der allerreinste Boden, sondern man hat dort die Stoffe abgelagert, die man nicht mehr brauchte. Und zum Teil hat man auch Stoffe und Böden und Mineralien dort verbrannt. Also wenn man mit Leuten spricht, die früher hier gewohnt haben, zum Teil hat die Halde über Tage gebrannt und dort wurden verschiedene Stoffe verbrannt und man kann damit rechnen, dass da Mineralien drin sind, die aber hochgiftig sind. Also Arsen ist zu erwarten und verschiedene Stoffe, die nicht ins Grundwasser gelangen sollten. Aber die Gefahr ist natürlich da, dass entweder ohnehin irgendwie ausgespült wird, weil sich die Ströme im Grundwasser verändern oder eben bei Starkregenereignissen, dass irgendwie ins Grundwasser eingespült wird. Die Gefahren sind da und die Deponie Eiler Berg kommt noch hinzu, wo man auch sich nicht sicher sein kann, dass diese Deponie wirklich nach unten hin so abgedichtet ist, dass das für die Ewigkeit hält. Aber das ist ja eigentlich eure Fläche. Ja. Also tatsächlich kann einem das niemand genau sagen, was passiert und was nicht passieren wird. Im Rahmen von der Bürgerinitiativarbeit in Kamp-Lintfort haben wir natürlich auch bei verschiedensten Stellen mal nachgefragt. Man greift da ja auch, sag ich mal, nach jedem Fitzel Informationen, was man irgendwie kriegen kann. Und da wollte sich einfach auch keiner wirklich festlegen. Und dadurch, dass eben hier auch schon Grundwasser natürlich abgepumpt werden muss, der Tom hat das ja gerade erwähnt, dass das ganze Ruhrgebiet eben durch den Bergbau entsprechend abgesackt ist, sind die Grundwasserströmungen hier ja schon sehr komplex. Beim Kiesabbau kommt ja natürlich hinzu, es gibt ja nicht das Grundwasser, sondern es gibt verschiedene grundwasserführende Schichten, die dann natürlich durch so einen mehrere Meter tiefen See auch natürlich durchmischt werden. Und es ist eben eine Offenlegung auch des Grundwasserspiegels. Das heißt, der Sand und Kies hat ja eigentlich in der Natur die Funktion, das Regenwasser zu filtern, bis es im Grundwasser ankommt. Und dieser Filter fehlt dann sozusagen. Es ist ja auch gleichzeitig ein Speicher. Wir müssen uns auch über so Themen wie Trockenheit und so weiter unterhalten. Da werden ja auch große Wasserkörper freigelegt, die dann der Verdunstung offen liegen. Und da gibt es bisher noch keine großartigen Studien oder Ähnliches zu, die sagen, ist es gut, ist es nicht gut? Und zum Beispiel jetzt bei der Änderung des Landeswassergesetzes sind auch die Wasserversorger hier am Niederrhein richtig auf die Barrikaden gegangen. Da gibt es also auch ein Gutachten der Wasserversorger, die sagen, Leute, was macht ihr da? Seid ihr eigentlich verrückt? Und diese Stellungnahme, die wurde beachtet, aber also die wurde angehört, aber nicht weiter beachtet. Und das liest man leider sehr, sehr häufig unter den ganzen Kommentaren, die auch abgegeben werden. Ganz viele sachdienliche Kommentare und wirklich fachlich begründete Sachen werden dann damit kommentiert in den Synopsen. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, der Anregung wird nicht gefolgt. Und das liest sich sowohl in der LEP-Genehmigung als auch im Regionalplan zwischen ganz vielen Anmerkungen raus. Und das ist einfach schade, weil es wirklich fundierte, wissenschaftliche Warnhinweise gibt, bestimmte Sachen eben nicht zu machen. Das stimmt. Aber ich darf ganz herzlich Oliver Krischer
willkommen heißen. Hallo Oliver, ich glaube, dich braucht man nicht groß vorzustellen. Ich tue es trotzdem ganz kurz. Mein Text, den ich eigentlich vorbereitet habe, weiß ich nicht, der ist auf dem iPad. Aber ja, du bist Bundestagsabgeordneter. Du bist stellvertretender Fraktionssprecher der Bundestagsfraktion, der Grünen Bundestagsfraktion. Du bist in vielen verschiedenen Ausschüssen im Bundestag tätig. Du bist seit Jahren auch in den Thematiken Abbau, gerade bei euch, du kommst aus der Region Aachen, Abbau von Braunkohle, sehr engagiert und informiert. Und du hast dich auch in der Vergangenheit auch in der Thematik Kies, Abbau am Niederrhein, ja, in vielen Diskussionen auch eingebracht und bist da fachkundig. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du uns hier unterstützt und vielleicht uns ein paar wertvolle Hinweise gibst. Willkommen, Oliver. Ja, danke für die Einladung. Super, dass ich hier sein kann. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich erst jetzt dabei sein kann. Wir hatten heute, es ist ja nun eine bewegende Zeit vor der Bundestagswahl, wir hatten gerade noch mal einen Austausch mit allen Bundestagskandidaten. Und ich bin ja zusammen mit Britta Hasselmann an der Spitze der Landesliste. Da war es jetzt auch wichtig, dass ich mit dabei bin. Also sorry, wenn ich jetzt später komme, aber umso engagierter und umso gut gelaunter, weil die Stimmung bei uns ist schon gut nach dem Triell von Annalena gestern und auch den guten Umfragen, die wir jetzt ja wieder haben. Ja, wir sind sehr, sehr dankbar, dass du dazugekommen bist, weil die Veranstaltung, wo du, die du gerade erwähnt hast, die läuft ja noch. Du hast sie für uns unterbrochen und die Bundestagskandidaten und Abgeordneten links liegen lassen, um mit uns hier über Kiesabbau zu sprechen. Da sind wir sehr dankbar drüber. Und ja, es ist hier sehr hoch anzurechnen. Vielen Dank. Wir waren gerade mitten in Diskussion und gehen aktuell die Kommentare durch, die von unseren Zuschauern gepostet worden sind. Zum Beispiel hat es der Jürgen Spiekers geschrieben, wir haben vorhin erwähnt, wir haben die Halde Norddeutschlands, die eine große Höhe hat. Wir wussten nicht genau, wie hoch sie ist. Er schreibt, es sind 70 Meter über Gelände. Und wenn man sich die geplanten Auskiesungen anschaut, also zum Beispiel in Neukirchen-Vluyn gehen die bis 35 Meter runter. Es gibt mit Sicherheit auch tiefere, es gibt flachere, aber man muss sich so vorstellen, jede von diesen Seen, die wir vorhin gesehen haben, ist etwa so groß wie die Halde Norddeutschland und halb so tief. Das heißt, wir werden am Ende so ein ja, Volumen rausholen, allein in Neukirchen-Vluyn, was irgendwo zwei bis dreimal diese Haldenfläche entspricht. Und das ist natürlich ein gigantisches Volumen, was man ja schwer nur greifen kann an der Stelle. Aber Oliver, mich würde interessieren, du begleitest ja oder du liest ja und hast ja auch von dem Landesentwicklungsplan, wie er zustande gekommen ist, das hast du ja auch begleitet. Und wir haben ja vorhin über die Bedarfsmengen schon gesprochen, wie diese Bedarfsmengen zustande gekommen sind. Aus deiner Sicht, gibt es eine Möglichkeit, die Bedarfsmengen nochmal neu zu ermitteln, zu eruieren? Was müsste denn passieren, wenn man jetzt sagen würde, die Mengen, die da ermittelt worden sind, sind eigentlich viel zu hoch? Welchen Prozess müsste man einleiten, um das irgendwie zu überprüfen oder rückabzuwickeln? Ja, das ist am Ende natürlich eine landespolitische Entscheidung. Ich glaube, man wird den Landesentwicklungsplan da wieder anpacken müssen, weil das, was da an Bedarfsmengen postuliert wird, das ist natürlich auf irrsinnige Wachstumsraten von Bauwirtschaft, auch von Ressourcenverbrauch abgehoben. Und ehrlich gesagt, wenn wir auch Klimaziele und überhaupt Ressourcenschonung insgesamt, auch Kreislaufwirtschaft viel stärker berücksichtigen, was ja in anderen Programmen, in Zielen, große Koalition in Berlin, Schwarz-Gelb in Düsseldorf immer wieder tut, da ist, die reden ja auch von Kreislaufwirtschaft, von Ressourcenschonung, dann passt das alles nicht zueinander. Und deshalb glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig, dass man nach der Landtagswahl, hoffentlich Grüne dann auch in Regierungsverantwortung, das in Frage stellen und sagen, wir können eigentlich so mit dem Kiesabbau nicht weitermachen. Wir haben an ganz vielen Stellen, wenn ich mal die Analogie zum Straßen- und Autobahnbau ziehe, auch solche Entwicklungen, wo wir Verkehrsprognosen, nicht wir, sondern Andi Scheuer und die Große Koalition, Verkehrsprognosen annehmen, die absolut irre sind.
sind, die teilweise auf Berechnungen beruhen, die meines Erachtens auch nicht seriös gemacht werden, weil man einfach das fortschreibt, was es in der Vergangenheit gegeben hat. Und wenn wir das so umsetzen würden, können wir alle Klimaziele vergessen. Da brauchen wir da überhaupt nicht mehr drüber zu reden. Und der Kiesabbau ist ja am Ende auch etwas, was da die Basis ist. Und ich finde, wir müssen, das ist jedenfalls ein Punkt, wo ich mich auch auf Bundesebene seit langen Jahren neben den Fragen, was müssen wir eigentlich beim Berggesetz machen, was sind eigentlich Umweltbeteiligungsrechte, also diese klassischen Baustellen. Was ich da ganz wichtig finde, ist, dass wir viel mehr auch in der Bauwirtschaft über Kreislaufwirtschaft reden, dass Baustoffrecycling immer noch ein stiefmütterlich behandeltes Thema ist. Wir haben das hier im Rheinischen Revier, Strukturwandel, hier als Grüne jetzt die Kollegen aus dem Rheinkreis Neuss sind da eigentlich sehr aktiv, dass das eigentlich ein Schwerpunkt sein müsste, damit jetzt nicht, wo wir mit dem Kohleabbau ja hoffentlich schneller als die Landesregierung plant, aber in jedem Fall zu Ende kommen, damit nicht dann die Löcher überall im Land, vor allen Dingen bei euch dann, weiter da sind und wir da den Kies rausholen, sondern dass wir tatsächlich die Mengen, die es einfach gibt, die dann auch aus dem Rückbau von Gebäuden, da haben wir zum Beispiel gigantische Kraftwerke, ich sage nur mal Frimmersdorf, ein riesiges Gebäude, das darf man nicht einfach jetzt irgendwie abreißen und dann irgendwelche Löcher damit verfüllen, sondern möglicherweise auch noch Löcher des Kiesabbaus, sondern das muss ja dann auch noch, das muss eigentlich dann recycelt sein. Das ist die eigentliche Herangehensweise, da wirklich zu Fortschritten zu kommen. Ja, mich ärgert ja auch manchmal, dass dargestellt wird, dass Recycling irgendwie so eine neue Erfindung ist. Man sieht oft irgendwie so, ja, hier und hier wird Recycling entwickelt und so weiter. Also ich kenne das aus dem Straßenbau insbesondere. Das wird seit der Nachkriegszeit eingesetzt. Also Hochofenschlacken, die wurden früher immer alle die wollte man nicht irgendwo verklappen, sondern hat die im Straßenbau eingesetzt. Das sind ja Recyclingmaterialien. Und man hat das ja schon immer gemacht, auch Betonbruch und so weiter. Aber zum Beispiel bei uns am Niederrhein ist es einfach günstiger, tatsächlich günstiger, einfach den Sand und Kies auszubuddeln und zu verbauen, als zum Beispiel Betonbruch zu sieben vernünftige Sieblinien herzustellen und einzubauen. Und das kann, finde ich, nicht sein. Auch ist es zum Beispiel günstiger, wenn man sich anschaut, wie im Straßenbau gebaut wird. Pflastersteine bestehen aus Sand, Kies etc. Es ist günstiger, wenn man eine Pflasterstraße neu baut, es ist günstiger, alles aufzunehmen, wegzuschmeißen und neu zu bauen, als die Steine aufzunehmen, zu reinigen, irgendwo zu lagern und wieder hinzulegen. Ungeachtet davon, ob sie dann schön aussehen oder nicht. Allein die Arbeitsstunden, die sind so teuer und der Baustoff selbst ist so billig, weil er einfach so in so großen Mengen verfügbar ist, dass man sich fragt, wie kann das sein? Das kann ja nicht unser Ziel sein, diese Wegwerfgesellschaft. Wir nehmen, ob das der Kühlschrank ist oder was weiß ich, das iPhone oder der Pflasterstein, wir nehmen das und schmeißen das weg. Und da muss ein großes Umdenken passieren, denke ich. Genau, und wenn man sich dann so Berichte in den lokalen Zeitungen anguckt, dass einerseits mehr Kiesabbau hier vorgesehen ist und gleichzeitig in Moers aus einer Bergehalde eine Bauschuttdeponie werden soll, dann denkt man sich, irgendwas läuft da total falsch und die Verfahren sind da. Also man liest ja dann auch mal in Richtung Recycling sich ein und wenn man weiß, dass das Fraunhofer-Institut längst ein Verfahren hat, wie es aus Beton wieder seine Ursprungsbestandteile machen kann, das ist mittlerweile schon Möglichkeiten gibt, selbst mehrstöckige Gebäude mit Holz und anderen Baustoffen zu bauen. Und letztens habe ich was gelesen über Fertigbauteile aus Pilzgeflecht und ähnliches, die dann sogar noch eine bessere Dämmungsfunktion haben. In Emmerich ist eine ganze Autobahnbrücke, also eine Autobahnüberbrückung, gebaut worden mit deutlich weniger Beton, weil man da Kevlar verbaut hat. Also die Verfahren sind da, aber die sind immer noch teurer als aktuell dieser wirklich billig zu habende Kies. Und wir verkloppen da eine endliche Ressource. Und es wird sicherlich Sachen geben, wofür wir immer noch Sand und Kies irgendwann brauchen werden. Und wenn wir die dann brauchen, ist nichts mehr da, weil wir es gerade günstig verkauft haben.
Und ja, man nennt den Niederrhein ja mittlerweile schon so ein bisschen den Kies-Discounter, ne? Also die Niederlande haben sich ja komplett aus der ganzen Geschichte verabschiedet. Die haben gesagt, die überlassen das dem Markt. Das heißt, sie holen sich das da, wo sie es am günstigsten eben bekommen können. Und das ist hier. Genau. Ja, das zeigt eben, das ist, glaube ich, der entscheidende Schritt ist, dass man hier wesentlich restriktiver ist und dass man eine Angebotsverknappung macht. Das muss der Beitrag sein, um dann dafür zu sorgen, dass Alternativen auch wettbewerbsfähiger werden. Da gibt es natürlich auch andere Instrumente, auch wo wir uns auf Bundesebene darum kümmern muss, wo auch klassisches Ordnungsrecht eine Rolle spielt. Wir haben zum Beispiel jetzt jahrelang, nicht wir, weil da der Bundestag nur am Rande beteiligt ist, der Bundesrat und die Bundesregierung die Mantelverordnung diskutiert, weil das ist so ein Thema, wo die Fragen ja geklärt werden, was welche Recyclingmaterialien, welche Stoffe kann man am Ende wo einstellen. Das ist klassisches Ordnungsrecht, wo man natürlich dann auch Möglichkeiten schaffen muss, dass Recyclingmaterial verwendet wird. Und ich erlebe es immer wieder und höre es auch, wenn es dann öffentliche Ausschreibungen gibt, für Straßen teilweise, aber auch für Hochbauten, da wird wieder ausgeschrieben und da wird Recyclingmaterial ausgeschlossen, aus völlig irren Gründen. Deshalb ist ein ganz wesentlicher Schritt, dass die öffentliche Hand bei Bauinvestitionen eigentlich zum Standard kommen muss, dass sie, wo immer das irgendwie möglich ist und wo es machbar ist, dass sie auf solche Materialien zurückgreift, entweder dann Recyclingmaterial oder, wie du das gerade eben beschrieben hast, auf alternative Baustoffe, wobei ehrlich gesagt Holz finde ich keinen alternativen Baustoff, sondern ganz normaler Baustoff, wo man einfach wegkommen muss von dieser Zement- und Beton-orientierten Bauweise. Das hat nicht nur, das nützt ja nicht nur dem Kieserbau, sondern wir haben ja auch noch die andere Seite, wo Zement dazukommt. Zement muss hergestellt werden unter hohem Energiebedarf und bisher auch unter unvermeidlichen CO2-Emissionen. Auch da gibt es eine Notwendigkeit, was zu reduzieren. Also das macht aus vielerlei Gründen Sinn. Aber es ist wirklich so und man muss einfach sagen, der Niederrhein ist da Discounter, ist, glaube ich, eine zutreffende Beschreibung. Solange man diesen Raubbau zulässt, solange man das immer weiterlaufen, das diskutieren wir ja nicht erst seit gestern, sondern das ist ja schon ein jahrzehntelanger Konflikt, allein wo ich es mitkriege. Und solange das nicht restriktiver wird und die Ansätze, die in der Vergangenheit auch Johannes Remmel mal verfolgt hat, erste Schritte zu machen, auch zu einer restriktiveren Planung zu kommen, solange man das nicht ernsthaft macht, solange wird es natürlich immer gehen, einfach irgendwo ein Loch zu buddeln und das zu verkaufen, irgendwo auf Schiffe an reinzuladen und dann hin zu transportieren und das zu einer Billigware zu machen. Und dann wird sich alles andere, was technisch komplexer ist und dann im Moment auch teurer, natürlich nicht rechnen. Ja. Genau. Eine Frage von Harald Lingenauer. Er stellt die Frage, ob bei der Erstellung des Regionalplans geprüft wird, ob es bei den ausgewiesenen Flächen besondere Risiken gibt. Und ja, macht die Beispiele, die in Kamlinfort und Neukirchen-Flüehen, also Eilerberg als Sondermülldeponie etc. halt in Norddeutschland, die in der Nähe von den geplanten Ausgießungen sind. Wisst ihr was darüber? Werden da diese Risiken betrachtet, wenn man so einen Regionalplan erstellt, oder läuft das alles im Nachhinein? Das läuft, soweit ich das weiß, über das Beteiligungsverfahren. Das heißt, die dann angrenzenden Kommunen können das dann zum Beispiel geltend machen, aber zum Beispiel auch natürlich die Anwohner. Wir haben zum Beispiel im nördlichen Kamplinforter Stadtgebiet an der Leucht eine Trockenabgrabung im ersten Planentwurf drin gehabt, wo übrigens die Eingabe einer Privatperson dafür zugeführt hat, dass sie wieder rausgeflogen ist. Da ging es um Böschungswinkel zur Autobahn etc. Und der und andere Sachen und deswegen ist diese Fläche zum Beispiel wieder rausgefallen. Das heißt, im Beteiligungsverfahren ist die Chance, genau diese Bedenken dann auch vorzubringen. Ob das jetzt Ich im glaube, Vorfeld betrachtet wird, glaube ich nicht, sonst wären die Flächen vielleicht gar nicht drin. also normalerweise müsste die Behörde das qua Amt machen. Da gibt es ja
Entsprechend, da wird ein Untersuchungsumfang festgelegt, Beteiligungsverfahren, aber eigentlich, wenn es da einen Verdacht gibt, dass da Altlastenflächen oder sonst irgendwas sind, also dass Umweltgefahren ausgehen, dann müsste die Behörde das dann natürlich von sich aus untersuchen und das auch gleich entsprechend mit berücksichtigen. Ich glaube aber, im Moment haben wir eine Situation, weil es ist ja eine Katastrophe in unserem Land passiert, nämlich die Flut vor 7 Wochen. Und da hat ja die ganze Welt nach Nordrhein-Westfalen ins Rheinland geguckt und hat plötzlich gesehen, da gibt es eine Kiesgrube, nämlich in dem schönen Ort Erftstadt-Blessem, das ist nicht weit, wo ich aufgewachsen bin. Und da hat man einfach unterhalb eines Flusses Kiesabbau gemacht. Diese Kiesgrube ist mehrfach auch erweitert worden. Es hat immer wieder Bedenken im Verfahren gegeben. Das ist auch klar formuliert worden, dass es hier Probleme geben könnte. Aber weil das eine Kiesgrube ist, die übrigens nicht dann von der Kreisbehörde, von der kommunalen Behörde genehmigt worden ist, sondern von der Bezirksregierung Arnsberg, früheres Landesoberbergamt, weil es da um Feinsande geht. Die haben das genehmigt und wir haben jetzt hier eine Riesendiskussion. Sind die Regeln in Nordrhein-Westfalen für die Genehmigung solcher Abgraben nicht eigentlich viel zu lasch? Hätte man diese Überflutungsgefahr, die aktenkundig ist, dass sie betrachtet, dass es Einwendungen gab und dass das Problem genau das, was jetzt passiert ist, dass die Erfta übers Ufer geschwappt ist und dann mit rückschreitender Erosion das halbe Dorf damit reingerissen hat. Das ist jetzt eine Frage, die im Raum steht. Und ich glaube einfach, durch dieses Ereignis gibt es vielleicht jetzt an der einen oder anderen Stelle auch eine größere Sensibilität, was die konkrete Genehmigungspraxis von, das ist natürlich oft nachgelagert im Regionalrat, Entschuldigung, im Regionalplan, aber dass man das dann entsprechend noch intensiver mit berücksichtigt. Also ich glaube, das ist auch eine Chance dafür, weil jetzt alle gemerkt haben, was kann eigentlich passieren, wenn man Bedenken wie zum Beispiel so eine Hochwassergefahr nicht ernsthaft berücksichtigt. Und deshalb würde ich dringend empfehlen, also wenn solche konkreten Genehmigungen dann anstehen, wenn das da losgeht, das auch mit zu berücksichtigen, alles auch über Beschlüsse von Stellungnahmen von Kommunen, wo auch immer anderer Träger öffentlicher Belange dann auch mit zu berücksichtigen. Ja, das Thema Hochwasser ist ja zum Beispiel hier am Niederrhein auch in der Reser-Ecke immer wieder, was Kiesabbau angeht, ein Thema. Das Projekt Reser-Welle, wo sich Eden e.V. Rees und die Bürgerinitiative in Essarden schon lange gegen wehren, die dann wirklich auch Bedenken haben bezüglich von Rheinhochwassern. Und dann verspricht man den Menschen dort vor Ort eine Dichtschürze, die eingebaut werden soll, damit das eben nicht passiert. Und also lamentiert lange darüber hin, nein, es wird kein Hochwasser eventuell in diesem Bereich geben. Aber die Angst der Menschen da vor Ort ist eben da. Und ich glaube, das hat jetzt gerade durch Erftstadt auch nochmal Auftrieb bekommen. Ja. Und als einziges hartes Kriterium in vielen dieser Planfeststellungsverfahren dann zu nehmen, da liegt kein Kies. Das fand ich schon, als ich es gelesen habe, ziemlich krass, weil wenn man das Ganze ein bisschen weiterdenkt, wo sind wir in 100 Jahren, wenn sämtliche Ackerflächen abgegraben sind, gehen wir dann an unsere Flächen ran, wo der Borkenkäfer die letzten Wälder vernichtet hat und dann schlussendlich reißen wir wie im Bereich Garzweiler noch irgendwelche Dörfer ab. Also die Befürchtungen sind da, wenn man mit den Menschen hier spricht und man weiß es nicht, was für Ideen da noch kommen werden, ne? Ja, wir haben jetzt einige Fragen von Zuschauern, die sich fragen, was passiert denn, wenn der Regionalplan genehmigt wäre? Was passiert denn dann? Heike Hartmann schreibt zum Beispiel, die Felder sind bisher zur landwirtschaftlichen Nutzung vorgesehen und können auch nur so genutzt werden. Und weiter schreibt sie, wenn die Nutzung jetzt durch den RVR, die RVR-Pläne zu Industriegebiet und Auskiesung geändert wird, können die jetzigen Besitzer noch weiterhin eine Landwirtschaft dort betreiben? Fragezeichen. Können sie natürlich nicht, weil auf dieser Grundlage vom Regionalplan die Kommunen verpflichtet wären, auch die Flächennutzungspläne abzuändern. Also das wäre ja im Grunde als untergeordnete Behörde, gäbe es im Grunde die so
Schätze ich das zumindest ein, müssen die Kommunen dann den Flächennutzungsplan abändern und die landwirtschaftlichen Flächen würden dann zu ja, Ausgiesungsflächen umgeändert werden. Und ja, Linda? Also es ist schon mal so, dass die Grundstückseigentümer schon eine relativ große Macht haben. Das heißt, wer seine landwirtschaftliche Fläche erstmal nicht verkaufen möchte, dem kann die auch erstmal nicht enteignet werden. Es sei denn, es kommt das Bundesbergrecht ins Spiel, eben wenn es um diese Quartierensande geht. Das heißt, zum Beispiel im Bereich des Wickrather Feldes hatten wir sehr viele Grundstückseigentümer, die gesagt haben, nö, wir verkaufen nicht. Das geht natürlich nur, wenn man diese Leute dann auch zusammenbekommt. Was die Auskiesungen in Kamp-Lintfort angeht, hat zum Beispiel die Stadt Kamp-Lintfort im Rat mal beschlossen, dass sie die Straßen, die in diesen Flächen liegen, nicht verkaufen möchte. Dadurch haben die einen Abgrabungsbereich zum Beispiel in drei Einzelstücke dann zergliedert, die dann unter diesen 20 Hektar Mindestflächenangabe lagen. Und damit war das Thema dann auch vom Tisch. Natürlich ist der Druck auf diese Flächen sehr, sehr groß. Da steckt natürlich auch sehr, sehr viel Geld hinter, die man für diese Flächen bekommt. Und ja, ich habe das vorhin schon erwähnt, die wenigsten Landwirte sind noch wirklich Eigentümer der Flächen, die sie bewirtschaften, sondern die pachten die sich von diversen Grundstückseigentümern zusammen. Und der Druck, die Flächen zu verkaufen, der ist schon dann recht hoch, weil die Angebote eben auch sehr gut sind. Noch eine Frage von Harald Lingenauer. Bei der Linek sollte eine Grundwassersimulation in Auftrag gegeben werden. Dann könnte das Risiko besser abgeschätzt werden. Wäre kein Problem, da EDA Kosten. Wann müsste man denn sowas machen? Also ich stelle mir das schwierig vor. Angenommen, das Verfahren wird eingeleitet, dann hat man 3 Monate Zeit, um Einsprüche einzulegen. So eine Zeit reicht natürlich nicht aus, um solche Grundwassersimulation oder auch wenn die Gutachten in Auftrag zu geben. Würden denn diese Gutachten dann im Nachgang erfolgen oder wie läuft denn sowas? Also eigentlich müsste das ja logischerweise vor der Erstellung des Regionalplans stattfinden, weil man kann ja keine Grundwassersimulation für eine einzelne Abgrabung, wo dann 3, 4 Kilometer weiter die nächste ist, wo man schon vorhandene Abgrabungen, offene Fläche hat. Das hat ja alles Wechselwirkungen untereinander. Und deshalb glaube ich, das war jedenfalls auch immer in der Braunkohle so, auch wenn die Löcher da natürlich viel tiefer sind, dass das als Gesamtes betrachtet werden muss und dass man auch die Wechselwirkungen betrachten muss. Was ich jetzt gar nicht weiß, wird sowas eigentlich an einem Regionalplanverfahren gemacht? Gibt es da solche Studien? Wie wirkt sich das auf das Grundwasser insgesamt aus? Also wird das betrachtet? Und wenn es nicht betrachtet wird, was ich jetzt an der Reaktion von Linda merke, dass es offensichtlich nicht so läuft, dass man es eigentlich dann natürlich fordern muss und sagen muss, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier zusätzliche Flächen genehmigen, ohne dass wir wirklich auch nur ansatzweise auch wirklich bewerten können, was hat das eigentlich für Konsequenzen? Weil das ist ja der andere Punkt, dass da unser eigentlich wichtigster Rohstoff, das ist ja unser Trink- oder Grundwasser, der Wasserkörper, der auch zur Trinkwassergewinnung genutzt wird, wenn man den überall zugänglich macht, öffnet, für Stoffeinträge gängig macht, dass das ein erhebliches Risiko darstellt. Und ich glaube, das ist erstmal auch eine völlig legitime und richtige Forderung, dass das als Gesamtes mal betrachtet worden ist, wenn das bisher nicht passiert. Ja. Ja, sag du. Also es gibt ja zum Teil eben diese weichen Kriterien und es gibt eben dieses eine harte Kriterium, da liegt kein Kies. Und bei den weichen Kriterien haben wir das zum Beispiel im Wickrather Feld festgestellt, dass da gesagt wurde, ja, es sind keine Umwelt, also keine artenschutzrelevanten Beeinflussungen feststellbar. Und dann haben wir selber mal zum Beispiel einen Gutachten in Auftrag gegeben, was ist denn zoologisch und botanisch so bei uns im Wickrather Feld los? Und haben, siehe da, 16 gefährdete Vogelarten gefunden, von denen wir ausgehen können, dass sich die Feldlerche und der Kiebitz keine Schwimmflügel anziehen werden.
Und auch ein weiches Kriterium hat nicht den Ausschlag gegeben, wurde nicht berücksichtigt, obwohl es zum Beispiel vom Artenschutz her durchaus legitim gewesen wäre, zu sagen, okay, diese Vogelarten kommen da vor, die können nicht schwimmen, der Lebensraum muss erhalten werden. Wie das jetzt ganz genau mit den Grundwassersachen ist, das konnte uns damals zum Beispiel als Bürgerinitiative auch keiner sagen. Und wir sind an verschiedenste Stellen eben rangegangen und keiner wollte sich da irgendwie ein Urteil erlauben, weil das durch die Bergbausituation und Ähnliches hier schon so komplex ist. Was das Landeswassergesetz eben angeht, haben die entsprechenden Wasserversorger hier sehr eindeutige Stellungnahmen getroffen und haben gesagt, Kiesabbau gefährdet eben die Grundwasser- und Trinkwasserqualität. Die Kiesindustrie selber ist da ganz anderer Meinung. Es gibt im Rhein-Kreis Neuss eine Studie, die behauptet sogar, dass Baggerseen Nitrat aus dem Grundwasser ziehen. Also schau dir immer an, wer die Studien beauftragt hat, dann weißt du, was dabei rauskommen soll. Und ja. Ja, aber die Grundwasserproblematik oder die Situation ist ja bei uns hochkomplex. Wir sind in einem Gebiet, wo Bergbau betrieben worden ist, Steinkohlebergbau. Und es finden immer noch Grundwasserabsenkungen durch die Linnek statt. Das heißt, man vermeidet ja, dass das Grundwasser hochkommt. Zum Teil gibt es ja verschiedene ja, Schadstoffe, die ja, durch den Bergbau im Boden belassen worden sind, wo es dann Bedenken gibt, wenn das Grundwasser komplett hochkommt, dann sind da zum Teil Schweröle etc., die dann mit nach oben geschwemmt werden. Aber man hält das Grundwasser generell unten. Und ja, was passiert denn da, wenn aus so einer Kiesgrube, wenn da Wasser steht, das wird ja mit auch abgesenkt. Also es kann ja nicht sein, dass dann aus der Kiesgrube irgendwann mal sich irgendwelche Wasserleiter bilden und das Wasser von der Linek dann mit abgezogen wird und irgendwelche Gräben dann abgeleitet wird. Also das ist natürlich eine Situation, die untersucht werden müsste. Was passiert denn da? Und fließt das gegebenenfalls Richtung Mülldeponie? Fließt das vielleicht irgendwo unterhalb von der haltenden Norddeutschland? Passieren da irgendwelche Sachen, die ja unerwünscht sind? Also die Frage finde ich deswegen sehr gut. Also, und ich finde, es müsste so eine Betrachtung auf jeden Fall gemacht werden, bevor man irgendwie diese Erlaubnis zur Auskiesung tatsächlich dann erteilt. Dann vielleicht noch eine Frage, die Heike Hartmann hat zwei Fragen gestellt. Ich würde jetzt aufgrund der Zeit die letzte vielleicht machen. Wenn man den Kiesbau nicht verhindern kann, ist es möglich, den Betreiber des Kieswerks schon während der Auskiesung Vorschriften zur Rekultivierung aufzulegen? Und das ist so eine Geschichte, so eine Frage, die ich jetzt schon öfter gehört habe. Wann fängt man an, Forderungen zu stellen? Also wann akzeptiert man die Abkiesung als solches und sagt, wir wollen aber, dass das irgendwie vernünftig gestaltet wird, in Anführungsstrichen. Das heißt, dass Tourismus, Natur etc. sich dort ansiedeln können, weil das bedeutet ja zum Beispiel für Natur, es nützt der Natur nichts, wenn die Böschungen so steil sind, direkt an der Autobahn oder an den großen Straßen und dann große Böschungen 25 Meter runter, da kann sich ja, ist ja nicht naturnah gestaltet, sondern da müsste man Flachwasserzonen entwickeln, da müsste man gucken, wie man das Ganze gestaltet. Genauso für den Tourismus oder wenn man dort Wohnansiedlungen machen wollte, wann müsste man denn sowas angehen, um das mitzugestalten? Macht das überhaupt Sinn oder? Und wenn das mal beschlossen ist, ist es vielleicht schon zu spät, weil dann schon so Pflöcke eingeschlagen sind. In Kamp-Lintfort gibt es ja den Fall mit dem Rossenreiherfeld mit der Argusgrabung. Das sollte jetzt schon seit 10 Jahren ein Badesee sein. Jeder, der so Richtung A57 oder Müllverbrennungsanlage fährt, kann wunderbar sehen, ist es nicht. Da bekriegen sich die Stadt Kamp-Lintfort und das entsprechende Unternehmen schon etwas länger. Da wird immer alles so ein bisschen von sich gezogen. Ja, das war ja der Auskieser vor uns und wenn man sich den Haferbruchsee in Rheinberg anguckt mit den steilen Böschungswinkeln, da ist auch nicht viel passiert. Dann gibt es ja andersrum so die Vorzeigeprojekte Zandner Nord- und Südsee, wo man dann fairerweise sagen muss, die Entwicklungskosten hat, glaube ich, der Steuerzahler in großen Mengen auch dazu beigetragen.
Es ist natürlich immer eine Frage, was passiert mit diesen Flächen in der Nachnutzung? Ich weiß, ich habe mich mal mit einem Herrn aus den Niederlanden unterhalten, der erzählt hat, ja, in den Niederlanden ist es so, dass vorher schon ein Konzept da sein muss, was denn nachher mit diesem See passiert. Ne, so nach dem Motto, schöne schwimmende Hausboote oder wir machen da eine Freizeitanlage draus, wir machen da ein Naherholungsgebiet draus. Und das ist halt in Deutschland nicht so. Und ja, viele Abgrabungen hier verschwinden hinter Zaun und hohen Hecken. Und ja, die Landschaft ist für immer für die Bürgerinnen und Bürger eben verloren. Also wenn ich mir so den Buttberger Bereich in Rheinbech angucke, da ist alles hinter hohen Hecken und hinter ja, hohen Zäunen versteckt. Und ja, irgendwie eine wirklich sinnvolle Nachnutzung ist da, glaube ich, nicht da. Ja. Ich finde, das ist eine sehr grundsätzliche Frage und eine sehr wichtige Frage, weil es natürlich so ist, gerade beim Isarbau ist es ja auch so, dass es am Ende nicht um alles oder nichts geht, sondern weil das ja dann doch relativ kleinteilig ist, dass man das ein oder andere verhindern kann, aber manches wird trotzdem stattfinden. Und ich finde, das ist eine Frage, die für Bergbau und Rohstoffabbau allgemein gilt. Es gibt da, und ich glaube, das ist in Nordrhein-Westfalen besonders schlimm ausgeprägt, immer so eine Mentalität, dass die Behörden sich als Dienstleister des Bergbautreibenden verstehen. Das war früher bei der RAG schon so. Da habe ich das erlebt bei den ganzen Auseinandersetzungen. Das kenne ich aus dem Rheinischen Braunkohlerevier bei RWE. Und im kleinen Ausmaß oder kleineren Ausmaß ist es am Ende auch beim Kiesabbau, auch wenn das jetzt gar nicht unter Bergrecht größtenteils fällt. Aber ist das auch so, dass man immer die Genehmigung erteilt und dann sagt, ja, die werden das schon irgendwie machen? Ich finde aber, die Forderung muss dann auch klar sein, erstmal, und das gibt das Gesetz ja her, dass es Sicherheitsleistungen geben muss für Rekultivierung, Renaturierung, was auch immer. Das wird in vielen Fällen nach meinem Eindruck oder meiner Kenntnis irgendwie nicht unbedingt gemacht, weil das ist immer eine Ermessensentscheidung. Beispielsweise bei RWE, bei den Riesentagebauten, gibt es keine Sicherheitsleistungen. Da verzichtet das Land Nordrhein-Westfalen darauf mit der Begründung, ja, hat ja schon immer gut funktioniert. RWE hat das ja schon immer toll gemacht. Ne? Gerade wenn das dann so dem Ende zugeht, ist das oft eine ungeklärte Frage. Und wenn dann auch nicht mehr viel verdient wird, dann machen die Unternehmen ja auch oft Insolvenz oder werden verkauft oder sowas. Also da gibt es ja Eigentümerwechsel und da kann sich nachher keiner mehr daran erinnern, was man da mal versprochen hat. Deshalb glaube ich, muss eine klare politische Forderung auch sein, dass man, wenn es dann zum Abbau kommt, dass das genau damit verbunden ist, dass für die Kosten der Rekultivierung und der Wiederherstellung und was dann am Ende kommen soll, dass dafür auch eine Sicherheitsleistung gebracht wird und natürlich, dass es möglichst konkret dann auch festgelegt ist, was damit passieren soll. Da muss man natürlich auch der Fairness halber sagen, das kenne ich auch. So ein Kiesabbau dauert ja auch dann ein paar Jahre und im Laufe der Zeit ändern sich auch Wünsche von Menschen und Ansprüchen. Und die, die vorher da vielleicht einen Badesee haben wollten, wollen das nachher nicht mehr, sondern da muss man auch, glaube ich, eine gewisse Flexibilität haben. Aber klar sollte sein, es muss am Ende eine Summe geben, auf die im Zweifelsfall zurückgegriffen werden kann, damit nicht das, was bei vielen Projekten passiert. Ich habe das da vom, das ist ja ganz schön da beim Xantner Südsee und wie es gestaltet ist. Aber wenn das dann so ist, dass die Gewinne privatisiert werden und da Unternehmen mit Kiesabbau viel Geld verdient haben, die Folgekosten und die Gestaltung ist eine Folgekoste, sind Folgekosten, dass die dann sozialisiert werden, das kann ehrlich gesagt nicht sein. Und meines Erachtens müsste das Gesetz heute das schon hergeben. Und das wäre, glaube ich, im Regionalrat und bei den Beteiligungsverfahren auch ein ganz konkreter Punkt, das in jedem einzelnen Fall auch zu überprüfen und dass das nicht nur symbolische Summen sind, irgendwie von 5.000 Euro, sondern dass da auch tatsächlich Summen hinterlegt werden, mit denen man auch beim Ausfall des Unternehmens dann wirklich was machen kann, dass das einigermaßen so wiederhergestellt wird, damit der Schaden wenigstens minimiert wird. Das ist im Grunde das, du hast vieles vorweggenommen, was die Heike Hartmann gefragt hat. Ist es möglich, die Genehmigung des Bereichs mit einer zusätzlichen Naturschutzabgabe
oder wie man es nennen möchte, zu verbinden. Es ist ja eine sehr alte Forderung der Grünen, aber auch anderer Verbände, so eine Art Kies-Euro einzuführen. Das heißt, mit der Förderung des Rohstoffs werden Abgaben getätigt, die dazu verwendet werden, eine Renaturierung oder Weiternutzung möglich zu machen. Und Heike Hartmann schreibt auch, eine Art Kaution, die vom Betreiber hinterlegt werden muss. Also genau sowas muss, denke ich, eingeführt werden. Das ist aber im Moment noch nicht. Also die Situation stellt sich im Moment anders dar. Aber da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass es anders gehen kann und sollte. Ja, ich würde vorschlagen, eine letzte Frage von Jürgen Spiekers. Wir sind jetzt schon bei 1:20. Wir haben uns eigentlich 1 Stunde zum Ziel gesetzt und viele wollen ins Bett gehen. Deswegen würde ich sagen, eine letzte Frage und dann würden wir gucken, dass wir zum Ende kommen. Jürgen schreibt, wenn es um Windkraft geht, gibt es meines Wissens keinen Kreis mehr, der sich nicht um den Rückbau der Anlagen als Sicherungsleistung garantieren ließe. Das muss über die Betriebszeit angespart werden und für die Zeit zuvor über Avalkredite gesichert werden. Ja, also bei der Windkraft ist das so. Ich weiß das jetzt auch aus dem Bundesberggesetz. Da steht drin, dass die bei der Genehmigung Sicherheitsleistungen verlangt werden können. Das kann die Behörde machen. Also dass es formal ist. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was dagegen spricht, dass man eine solche Sicherheitsleistung dann auch verlangt. Man kann ja auch immer mal in Einzelfällen eine Ausnahme davon machen, aber das Prinzip sollte eigentlich gelten. Hier geht es ja um lange Zeiträume und das wäre ja nicht das erste Mal. Ihr seid da alle viel näher dran als ich, aber ich vermute mal, es hat ja durchaus den einen oder anderen Kiesunternehmer wahrscheinlich gegeben, der im Laufe der Betriebszeit irgendwie dann auch als Unternehmen entschwunden ist und dann stand der Rohstoff, der Kies war größtenteils abgebaggert und dann stand das Ding irgendwie verlassen da. Ne? Solche Fälle werden ja wahrscheinlich auch passiert sein. So, und dass man so eine Sicherheitsleistung, die bei der Windkraft völlig üblich ist und wie ich finde, als jemand, der Windenergie unterstützt und Ausbau der erneuerbaren Energien dringend fordert, was ich auch völlig richtig finde, dass das so gemacht wird, dass nach dem Ende der Nutzungszeit hier die Kosten des Rückbaus auch als Sicherheitsleistung hinterlegt sind. Das muss eigentlich beim Kies auch üblich sein und sollte auch verlangt werden. Und mindestens mal sollten die Kommunen, die davon betroffen sind und die vielleicht auch eine kritische Haltung zu dem ganzen Thema haben, das offensiv einfordern. Und vielleicht muss man da sich auch mal mit der Behörde dann, die das Ganze genehmigt, auch etwas härter auseinandersetzen. Weil mein Eindruck ist, dass die Möglichkeiten, die Gesetze bieten, oft von den Behörden noch nicht genutzt werden und dass dann immer gesagt wird, ja, das geht nicht, da hat schon mal einer gegen geklagt oder so. An anderen Stellen ist man, Stichwort Windenergie, ja auch nicht so zurückhaltend. Ja, richtig. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle bei euch beiden ganz, ganz herzlich bedanken. Ich fand das persönlich sehr informativ. Ich habe von euch beiden viel gelernt, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass auch das für die Zuschauerinnen und Zuschauer ja interessant war. Gibt es vielleicht noch was ihr sagen möchtet zum Abschluss? Ich muss nicht derjenige sein, der das letzte Wort hat an der Stelle. Also ich hoffe einfach, dass es zu einem Umdenken kommt. Wir können einfach nicht so weitermachen und das muss da ein Ausstiegsszenario geben, weil das Thema wird uns sonst ja unseren Niederrhein kosten. Wenn ich bedenke, wie viel Flächen das jetzt sind und dann hochrechne, was das in 10, in 20 Jahren bedeuten würde. Irgendwas muss da passieren und die Alternativen sind da, ne? Die alternativen Verfahren, das Recycling. Und wir brauchen da ganz klar ein Ausstiegsszenario, sonst unterhalten wir uns in 10 Jahren wieder über das Thema und sind vielleicht noch frustrierter. Und ich würde mir da auch, sag ich mal, wünschen, dass so Sachen wie das Bergrecht oder bestimmte Normen für Recyclingmaterialien mal in Angriff genommen werden, weil das Ganze bietet ja auch unglaublich viele Chancen auch auf neue Arbeitsplätze und Ähnliches. Und ja, ich bin ganz gespannt und hoffe einfach, dass sich das so ein bisschen zum Guten wenden wird.
Ja, da gibt es in 4 Wochen eine Gelegenheit, was zum Guten zu wenden, weil du hast das, Linda, völlig richtig gesagt. Man kann da eine Reihe von auch gesetzgeberischen Dingen ändern. Das löst nicht jedes Problem, weil vieles muss dann am Ende auch vor Ort geklärt werden, die konkreten Standortentscheidungen und wie man damit umgeht. Aber die ganze Frage von Recycling, von Kreislaufwirtschaft, von alternativen Baustoffen, das ist Ergebnispolitik. Da haben wir kein Erkenntnisdefizit, da haben wir nur ein reines Umsetzungsdefizit. Und eines meiner Lieblingsthemen ist das Bergrecht. Ich finde ja, das Bergrecht ist etwas völlig Überkommenes mit Sonderprivilegien für Bergbau, auch wenn das natürlich nur einen Teil der Abgrabungen betrifft. Aber das ist natürlich dann auch immer ein bisschen für die anderen Sachen maßstabsetzend. Und ich finde ehrlich gesagt, diese Sonderprivilegien, für die mag es ja in früheren Jahrzehnten oder Jahrhunderten auch mal Begründungen gegeben haben, aber das ist einfach heute alles aus der Zeit gefallen. Und wir als Grüne sagen immer, Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Und es kann keine indirekte Subventionierung eines Kiesabbaus oder eines anderen Rohstoffabbaus geben, über Sonderprivilegien, über Ausnahmen, über weitergehende Rechte. Das ist etwas, wo wir im Bundestag auch schon eine Reihe von Initiativen gestartet haben. Wir müssen zwar so viel jetzt ändern, wenn wir hoffentlich in Regierungsverantwortung kommen, das will ich jetzt nicht sagen, dass das wahrscheinlich am allerersten Tag passiert, aber das ist eine Baustelle, um die man sich kümmern muss, wo man eigentlich sagen muss, dieses antiquierte Bergrecht, was ja in Teilen wirklich auch ja, aus längst vergangenen Zeiten stammt, das muss einfach mal ins 21. Jahrhundert berücksichtigt werden. Und dann auch so Urteile, wie wir das jetzt bei dem Klimaschutzurteil haben, auch wenn sich das nur auf Klimaschutz bezieht. Aber das ist ja auch eine Frage, die insgesamt auch für die Rechte und Möglichkeiten zukünftiger Generationen abhebt.